Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ja, letztes Wochenende war mal wieder Vlogpause und gestern habe ich leider auch nicht gefilmt. Wir haben heute Sonntag und heute werde ich euch mal wieder so ein bisschen mitnehmen. Letztes Wochenende kam ich da leider nicht so wirklich dazu. Und, boah, diese Bienen, die sind so penetrant. Naja, auf jeden Fall werde ich euch heute wieder ein bisschen mitnehmen. Wir haben hier gerade schon gefrühstückt. Der Marc hat schon wieder abgewaschen. Die Katzen sind auch mit draußen. Wir müssen ja mittlerweile zusehen, wo wir essen und abwaschen, weil unsere Küche nicht mehr da ist. Zeige ich euch gleich. Falls ihr mir auf Insta folgt, dann habt ihr es bestimmt sogar schon gesehen. Da mache ich dann auch immer mal so ein Baustellen-Update für euch. Also falls ihr da Interesse dran habt, müsst ihr da oder solltet ihr da immer mal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Und die Mucki schmust wieder. Wo ist der Anne? Ja, auf jeden Fall haben wir uns jetzt schon gestärkt. Ich werde dann demnächst auch erstmal zum Stall fahren. Wir gehen heute nochmal mit den Pferden schwimmen bei dem Wetter. Und später gehe ich dann noch mit dem Marc auf das Spiel von seiner Mannschaft. Marc kann ja selber noch nicht spielen, aber da wollen wir mal zum Zugucken hinfahren. Da werde ich dann nachkommen, weil der Marc fährt vorher schon mal hin. Ja, das ist auf jeden Fall so heute der Tagesplan. Heute Abend gehe ich noch, oder gehen wir beide noch mit meiner besten Freundin was essen. Die haben wir jetzt auch schon ewig nicht gesehen. Und ich zeige euch mal kurz die Baustelle drin. So. Also. Wie man sieht, sieht man nichts. Die Küche ist weg. Und das wusste ich gar nicht mehr, dass wir damals hier hinter der Küche teilweise noch Laminat aus dem Wohnzimmer benutzt haben, weil das gefehlt hat. Haben wir irgendwie uns verkalkuliert, aber das hat man ja eh nicht gesehen. Naja, jedenfalls habe ich jetzt hier Umzugskisten gepackt und da sind jetzt die ganzen Küchenutensilien drin. Hier sieht's aus. Wir haben uns einen Kühlschrank aus dem Keller geholt, den hatten wir zufällig noch da, Gott sei Dank. Den haben wir mal an Silvester unten stehen gehabt, deswegen sind da lauter Unterschriften drauf, von denen die da waren. Und ja, jetzt ist unser Wohnzimmer so ein bisschen zu einer Küche mit umfunktioniert worden. Und ich sag euch, das geht mir jetzt schon auf den Keks, die Sachen hier alle zusammenzusuchen, weil immer das, was man braucht, ist ganz unten. Aber naja, es sind ja nur 2 Wochen, dann kommt ja die neue Küche schon. Heißt, der Marc hat auch ab morgen Urlaub, 2 Wochen. Der war jetzt 1 Woche arbeiten, weil er ja jetzt die ganze Zeit wegen seinem Finger nicht konnte. Jetzt ist ja wieder die Schiene ab. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt hatte. Auf jeden Fall ist die Schiene wieder ab. Ist soweit jetzt alles in Ordnung. Er darf auch wieder Auto fahren. Dann war jetzt 1 Woche arbeiten und jetzt 2 Wochen Urlaub. Aber das war halt schon von Anfang an so geplant, wegen der Küche halt eben. Und mein Papa ist ja auch da. Und dann werden die hier morgen sich schon mal an die Küche machen, Tapete abmachen. Ja, dann müssen noch Schlitz für Steckdosen und so weiter geklopft werden. Dann kommt hier auch der Boden raus und da, ja. Also steht noch ein bisschen was an die nächsten 2 Wochen. Jetzt muss richtig rangeklotzt werden. Einen neuen Kratzbaum haben wir auch. Das ist noch der alte. Der neue kam, der steht jetzt auch in der Kiste. Und ich habe gestern einen neuen Schreibtisch und einen neuen Schrank für hier bestellt noch. Und ja, den Schrank haben wir auch neu. Da ist aber noch die Folie drauf. Die machen wir aber auch erst ab, wenn wir fertig sind. Hier fehlen halt auch noch so ein paar Sachen, wie jetzt oben die Abschlussleisten. Die Türrahmen wollten wir nochmal streichen. Gut, hier das Geländer, klar, das können wir noch nicht machen wegen dem Boden. Und das Geländer nach unten fehlt auch noch. Das muss auch noch weiß gestrichen werden. Aber jetzt, das hier ist eigentlich soweit fertig. Also, das ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Und ja, somit steht noch ein bisschen was an. Aber das kriegen wir auch noch hin, da bin ich zuversichtlich. Und nicht wundern, ich sehe vielleicht ein bisschen zerrupft aus, aber wir gehen jetzt dann eher zum See. Mit den Pferden, dann sehe ich wieder so aus. Von daher ist mir das jetzt gerade egal. Ich habe auch gefühlt seit 3 Wochen, 4 Wochen nur die Haare oben, weil es viel zu warm ist. Ja, naja, gut. So, jetzt genug erzählt für den Anfang. Jetzt habe ich euch mal wieder geupdatet und jetzt starten wir mal den Tag. Ah ja, bevor man schwimmen geht, soll man sich erstmal nass machen. Oh,
Manchmal sieht er aus wie das Ungeheuer von Loch Ness. Sind er da jetzt? Mhm. Das ist aber auch krass, oder? Mhm. Versteht er jetzt? Keine Ahnung, der ist halt auch anstrengend. Kann nicht so lange machen. Das kannst du nicht so lange machen, weil das ist ja auch anstrengend. Was ist ein Depp? Wo war ich hin? Ja? Er ist einfach weitergegangen. Ganz genug, komm! Ich bin nicht so schnell, Wie scharf! Ja, das hat auch keinen Angst. Oh. Jetzt wollte er sich den Kopf. Oh, da ist nass. So, wir sind mittlerweile wieder zurück vom Schwimmen und ich habe mich jetzt fertig gemacht und werde jetzt zum Sportplatz fahren. Der Marc ist ja schon da und ich werde jetzt nachkommen. Und habe jetzt fix geduscht, mir einfach nur einen Zopf gemacht. Bei der Hitze hat man eh keinen Bock, sich irgendwie groß die Haare zu föhnen oder irgendwas damit zu machen oder auch offen zu lassen. Deswegen einfach jetzt schnell einen Zopf geflochten und jetzt geht's für mich los. So, wir sind jetzt mittlerweile im Restaurant angekommen, beim Buchberggrill. Das ist irgendwie mittlerweile unser Lieblingsrestaurant geworden. Da sitzt der Marc. Und ich kann jetzt hier nicht so rumfilmen, hier ist so viel los. Wir wollen ja die ganzen Leute nicht aufs Bild holen. Jetzt essen wir was Leckeres. Ich esse wahrscheinlich das Hähnchenbrust vom Grill mit Champignonsauce mit Bratkartoffeln. Der Marc ist ein Rahmschnitzel. Schnitzeltag heute bei uns. Ist bei dem warm. Ja. So,
ihr Lieben, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist nicht mehr Sonntag, sondern es ist schon ein Tag vergangen und ich habe gestern vergessen, noch den Abschluss vom Vlog zu drehen. Deswegen wollte ich das jetzt hiermit nachreichen. Also wir haben heute schon Montag und der Vlog gestern war, glaube ich, auch nicht besonders lange, aber wir haben dann auf dem Sportplatz noch mit ein paar Leuten zusammengesessen und da wollte ich dann halt auch nicht so, mag ja auch nicht jeder zu, wenn ich dann da die Kamera auspacke. Und dann waren wir noch was essen, ich war noch bei meiner Freundin und ja, somit ist der Tag dann gestern auch zu Ende gegangen. Wir waren dann danach noch ein bisschen auf der Terrasse in unserem schönen Whirlpool. Und jetzt ist, wie gesagt, schon Montag wieder fast rum. Und wir, nicht wir, aber du musst da lang gehen, wenn du nicht auf das Bild willst. Heute waren der Marc und mein Papa auch schon wieder ein bisschen fleißig hier und haben schon ein bisschen die Tapete abgemacht. Und hier diese Rückwand von unserer, diesen Spritzschutz, das war wohl hier eine größere Sache, hat der Marc gesagt. Und ja gut, die zweite Tapetenschicht muss dann noch runter, ne? Und da fehlt noch ein Stückchen. Aber ja, es geht voran. Und Mucki, wo bist du? Achso, okay. Ja, also auf jeden Fall, der Marc hat jetzt ja 2 Wochen frei. Das habe ich aber, glaube ich, gestern ja schon erzählt. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie es nächste Woche, Ende nächster Woche hier aussieht, weil da kommt ja dann auch schon die neue Küche. Bis dahin müssen wir schon ein bisschen weitergekommen sein. Insofern höre ich jetzt mal auf zu quatschen. Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich nur noch den Vlog beenden. Und es kann sein, dass dann jetzt kommendes Wochenende und vielleicht sogar auch das Wochenende drauf dann wieder eine Vlogpause sein wird, weil ich dann keinen PC vielleicht eine Zeit lang habe, um zu bearbeiten. Deswegen nicht wundern, wenn dann da jetzt nochmal 2 Wochen Pause ist. Wir werden hier unsere Baustelle dann beenden und dann geht es wieder weiter. Deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Vlog.